Jagalu, das Musikmagazin, und ich begrüße heute Icarus und LP in the house. Guten Tag. Hallo, habt ihr den Weg von Hannover gut nach Berlin gefunden? Wunderschön, ja, war gar kein Problem. Wir wurden in einem 40-Tonner gefahren. In einem 40-Tonner? Wieso denn das? Nee, nähere Infos dürfen wir leider nicht geben. Es war eine verrückte Fahrt. Ach so, na, das macht ja nichts. Lass los, die erste richtige EP von euch, von Wolfpack, irgendwie auf den Markt geworfen. Seid ihr stolz drauf? Mega stolz, Hammer stolz, Hyper stolz. Was sagt man denn heutzutage so? Wir sind begeistert und aufgeregt und ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und ich bin auch sehr aufgeregt auf jeden Fall. Ika ist eher der coolere von uns beiden, aber ich bin sehr, sehr aufgeregt auf jeden Fall. Wollen wir eigentlich die Namen lüften oder lassen wir das bei Icarus und LP? Weil bei LP habe ich natürlich irgendwie erstmal so an Langspielplatte gedacht, so, und dann. Aber dann dachte ich mir, vielleicht steht ja auch was anderes dahinter, so langer Puller oder so. Ja, Lonely Poets. Nein, klar, Icarus LP sind natürlich zwei Personen. Wer ist, können wir nicht auch lüften. Ne? Das ist der LP. Ich bin Icarus, hi. Und ja, das ist so ein bisschen blöd natürlich, dass da Leute erstmal denken, okay, kommen jetzt die Icarus LP EP, vielleicht bringen die auch mal eine LP raus, dann ist die Icarus LP LP. So. Aber wie seid ihr auf die Namen gekommen? Also Maximilian und Philipp, ja, also ich meine, das ist so. Das gab es alles schon ganz lange, also wir kennen uns ja selber seit 3 Jahren, glaube ich, und die Namen gab es schon lange davor, ne? Und Icarus war einfach so das Ding, ich war irgendwie 15 oder sowas und habe mich mit dieser Mythologie beschäftigt und fand es unfassbar cool, habe einen Song drüber geschrieben und irgendwann kamen Menschen in Hannover auf mich zu und meinten, bist du nicht dieser Icarus? Und dann war ich einfach Icarus. LP hat dann eine andere Geschichte dazu, er heißt nämlich eigentlich Philipp. Und ich werde mit einem L und einem P geschrieben, was ja etwas Seltenes ist, wurde mir mal gesagt. Und da mich dann Leute immer ins Handy einspeichern wollten, haben sie gefragt, Philipp, mit einem L oder zwei P, mit zwei L? Habe ich gesagt, ein L, ein P, das reicht. Und seitdem war ich dann LP. Und deswegen braucht er auch nicht mehr in seinem Namen, weil ein L, ein P, das reicht. Ja, ist eigentlich total cool. Das sollte ich mir auch mal irgendwie was überlegen. Aber ich bin mit Hau Jagalü auch ganz, ganz zufrieden. Wie fing es bei euch an mit dem Mucke machen? Im Kindergarten oder sind eure Eltern so richtig schon in dem Musikbusiness drin oder wie fing es an? Mehr oder weniger, sowohl als auch. Also ist ja bei uns beiden getrennt. Ich komme quasi ein bisschen aus einer Musikerfamilie. Mein Vater macht Musik etc. Ich habe immer Schlagzeug gespielt, seitdem ich gerade an die Bassdrum rankam, so, seitdem ich das Pedal berühren konnte, ging es los. Und habe mich halt immer voll für Rap interessiert. Ich war großer Rap-Fan immer, jahrelang. Und na klar, probiert man es dann auch selber aus. Da habe ich auch gleichzeitig angefangen zu produzieren, eigentlich fast zeitgleich nebenbei. Und kam das eigentlich von allein, dass ich in Bands hinten stehen die Nase voll hatte, weil als Drummer sitzt man ja immer relativ weit hinten und ich bin halt mehr so eine Rampensau und wollte dann nach vorne. Und naja, klar, dann hat man halt die ersten Songs geschrieben und dann auch gleich aufgetreten und ausprobiert. Und so lief das eigentlich mehr oder weniger von alleine. Bei Philipp war das wie? Bei mir war das so, meine Ex-Freundin hat mir einen Rap-Song von einem Kumpel von ihr vorgespielt und ich fand Rap immer kacke und hab's dann so nachgemacht quasi, kann man fast schon sagen. Und dann meinte sie, ey, das hört sich voll gut an. So, und dann habe ich diesen Kumpel auch getroffen, mit dem habe ich dann Sachen aufgenommen, ne, mich da rangetastet. Eigentlich wollte nur die Mädels beeindrucken. Eigentlich wollte ich nur die Mädels beeindrucken. Naja, aber das ist ja meistens so bei den Musikern, die hier sitzen, dass sie natürlich irgendwie A, auf die Damen stehen und B, natürlich diese dann auch beeindrucken wollen. Aber nichtsdestotrotz irgendwie, also in der Sparte Rap macht ihr ja trotzdem so ein bisschen was anderes, weil ihr halt auch Instrumente wirklich dabei habt. Richtig, richtig mit Band dann auch bei Live-Auftritten, ne? Sowohl als auch, ja klar. Wir können mit Band spielen, das ist natürlich immer je nachdem, wie der Rahmen drumherum ist. Ne? Klar, es gehört nicht fest dazu. Es gibt auch einfach mal so, dass wir nur mit einem DJ auf der Bühne stehen oder so etwas. Ganz unterschiedlich. Der Unterschied bei uns ist, wir kommen aus dem Rap-Bereich. Das merkt man vielleicht ein bisschen von den Texten her teilweise. Wir haben auch Rap-Parts mit drin und selbst wenn es aber so ein richtiger Pop-Song ist, hat er immer noch diese Hip-Hop-Attitüde so ein bisschen. Ne? Von den Instrumentals ist es ja eigentlich kaum noch Rap, außer jetzt gleich Geld verdienen auf der Platte, hast du den wahrscheinlich gehört. Ansonsten ist ja kaum was Hip-Hop-lastiges mit dabei. Du sprichst so schnell, du könntest gerade aus Hamburg sein. Also eigentlich habe ich immer Hamburger Gäste hier, die auch so Maschinengewehrsalven-mäßig sprechen. Ich gebe mir schon Mühe, langsam zu sprechen, das geht noch schneller. Himmel. Man merkt ja auch schon, er ist eher der Sprecher und ich bin eher der Ruhige eigentlich. Also ich sitze eigentlich immer daneben und Icarus macht das Maschinengewehr. Genau. So, aber genug Maschinengewehr. Ich würde sagen, wir lassen die Zuschauer jetzt erstmal in Fotos von uns reinschauen, damit die einen kleinen Eindruck bekommen von dem, was ihr eigentlich macht. Fotos von uns, Icarus und LP. Wir blicken hinter den Rahmen, sind mein Gefühl.
ja, wenn man auf die Texte achtet, gerade jetzt auch hier Fotos von uns, diese Instagram-Stelle irgendwie, also ihr seid scheinbar so wirklich irgendwie, wie soll man sagen, ihr beobachtet sehr gut, oder? So dieses ganze Instagram, wie hieß denn das jetzt, die Zeile? Die Momente, die man festhalten kann in Instagram. Welches Instagram kann die Atmosphäre hier einfangen? Und so weiter und so fort. Ja, nee, stimmt schon. Wir schreiben sehr beobachtende Texte und parodieren vielleicht mit ein, zwei Sätzen so ein bisschen so auch die Jugendkultur, beziehungsweise versuchen, dieses Gefühl so ein bisschen aufzufangen. Ist jetzt nicht so, dass wir Storys schreiben, sondern es ist schon richtig, dass unsere Mucke sehr beobachtend und nimmt so, sag ich mal, das Gefühl auf und versucht das so ein bisschen in Worte zu fassen. Und von Lass los, den Titeltrack der EP, habt ihr gleich wie viele Remixe? 3, 4, 5? 4, glaube ich, waren es, ne? Ich glaube, es sind der Originalsong und 3 Remixe haben wir jetzt, glaube ich, gemacht. Und ja, weiß ich ja eigentlich gar nicht so genau. Der Witz ist, ja, wir haben 2 Lass-Los-Songs. Das ist ja nicht derselbe Song. Es gibt ja Lass-Los Part 1 und Lass-Los Part 2, die eigentlich komplett unterschiedliche Songs sind und auch von der Thematik her nicht miteinander zu tun haben. Aber dieses Loslassen kann man ja auf viele verschiedene Sachen beziehen. Ne? Also, sei es auf Beziehungen, sei es jetzt auf einfach im Leben loszulassen, einfach seinen Weg zu gehen. Und dieses Gefühl verkörpert ja die EP auch ein bisschen so. Ne? Es geht um Loslassen von der Beziehung, um Loslassen von zu Hause, von seinem Job, whatever, Dinge, die einen abfacken. Und ja, somit haben wir auch 2 Songs, die so heißen und die Remixe. Wir haben 3 Remixe als Bonustrack mit drauf geklatscht. Das sind 6 Songs auf der EP plus 3 Remixe von unter anderem Jack Wire, der geile Beats produziert, Chinchilla und Danny Dadon. Gute Menschen aus Hannover, die schöne Musik machen. Und wie hat euch das Label gefunden, Wolfpack? Ich habe es anfänglich schon erwähnt. Habt ihr denen die Tür eingetreten oder sind die auf euch zugekommen? Tür eingetreten und die haben uns gefunden, eigentlich mehr oder weniger. Wir wollten damals in Hannover zu einer Booking-Agentur, wo ein guter Freund von Icarus gearbeitet hat und jetzt auch von mir ein guter Freund. Ja, der hat dann unsere Sachen gehört und hat sich gedacht, das müsste zu einem Label, hat dann Wolfpack, glaube ich, sogar als erstes angeschrieben und die haben sich dann auch gleich zurückgemeldet. Nach ein paar Stunden mit sofort Sign in der Mail stand das so drin. Das war ganz gut. Gab es irgendwelche Druckmittel? Außer Kohle? Druckmittel? Nee, gab es keine. Der Witz ist ja, dass die Booking-Agentur, zu der wir eigentlich wollten, wo wir das Demo geschickt haben, die wollten uns gar nicht haben. Die fanden uns voll scheiße, weil wir nicht Hip-Hop genug sind. Und da haben wir ein bisschen Glück gehabt, quasi, dass wir gleich bei der richtigen Adresse gelandet sind. Ne? Und ja, ansonsten gab es da nicht mehr viel zu erzählen. Das lief wie geschmiert. Und wie geht die Reise jetzt weiter? Also spielt er jetzt in den nächsten Wochen irgendwie irgendwo? Was könnt ihr erzählen? Leider keine festen Dates für dich. Wir versuchen jetzt ein bisschen viel zu spielen. Also echt, keine Ahnung, das live ein bisschen nachzuholen, was wir jetzt im Studio verbracht haben, die Zeit. Und ansonsten vorarbeiten, schon fürs nächste Album arbeiten, Exclusive Songs, viel, viel, viel machen. Und dann geht das Leben erstmal weiter, ne? Wie sieht denn so die klassische Arbeitsteilung bei euch aus? Also die gibt es eigentlich nicht so wirklich. Also meistens fängt es damit an, dass jemand eine Skizze hat, entweder ein Thema für einen Song oder schon ein paar Zeilen geschrieben. Aber meistens ist es so, dass wir halt eine Skizze von einem Beat haben oder nur eine Melodie oder sowas. Und dann treffen wir uns im Studio und machen das schon gemeinsam. Also eigentlich macht kaum einer komplett etwas alleine. Das passiert ganz selten mal. Ja. Ne? Es gibt halt quasi immer die Ideen und dann trifft man sich zusammen irgendwann und schließt sich halt wirklich ein. Wir müssen uns immer so ein bisschen zwingen zum Arbeiten. Also jeder sitzt zu Hause und baut halt, wenn ihr gerade World of Warcraft zockt, sitzen wir halt zu Hause und bauen Beats und basteln an Ideen rum oder haben manchmal nur Melodien oder sowas. Der andere kommt dazu, sagt, das ist geil, alles klar, weggepackt zur Seite. Nach 2, 3 Wochen trifft man sich dann bei irgendwem zu Hause im Studio, whatever, und schreibt einen Song drauf. Meistens wird er dann direkt schon recorded oder beziehungsweise demomäßig so fertig gemacht. Und dann im Nachhinein nochmal drüber geschliffen und erst dann holen wir uns noch Musiker ins Studio, etc., etc. So geht das Ganze weiter. Wer sind denn so die ersten Menschen, die euch das erste Feedback geben dürfen? Freunde, Familie oder? Das ist einmal Nox, das ist ein befreundeter Rapper von mir und der ist bei dem, ja, wollte gerade sagen, eben schon erwähnt, ist ein langer Begleiter, sollte eigentlich heute auch hier sein, haben wir leider irgendwie nicht ganz mitbekommen. Ja, der hört die Sachen immer zuerst, bei dem kann ich mir auch sicher sein, wenn der was scheiße findet, dann sagt er auch, dass das scheiße ist. Und dann kann man auch meistens gleich sagen, okay, in dem Aspekt weiß man auf jeden Fall, dass man es nicht nehmen sollte. Ansonsten, weiß ich nicht, Freunde, Familie, Label, ne? Was beeinflusst euch denn so beim Schreiben? Oder gibt es große Idole, denen ihr so ein bisschen vielleicht nacheifert, oder? Schwer zu sagen. Also jetzt, ich versuche natürlich niemandem textlich nachzueifern. Eher musikalisch, würde ich sagen. Ich würde sagen, textlich haben wir echt so
gar keine Vorbilder mit hin. Würde ich jetzt nicht, würde mir jetzt nicht, selbst nicht auffallen. Allerdings musikalisch natürlich. Ne? Es gibt immer, sage ich mal, große Bands oder große Namen, an denen man sich gerne orientiert oder wo man sagt, da geht es lang in die Richtung. Im Endeffekt wird es ja dann immer ganz anders, weil wir eine Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen sind. Ne? Und, aber wenn wir, angenommen, wir hören jetzt 30 Seconds to Mars und finden das Album unfassbar geil, dann klingt halt ein Song ein bisschen Indie-mäßig, so, aber dann kommen dann natürlich diese Akzente mit rein, die das Ganze ein bisschen aufwerten, aber textlich habe ich jetzt gar keinen, wo ich sagen könnte, ich würde gerne Texte schreiben wie. Wie viel Zeit ihr so, wenn was so Beats angeht? Also habt da irgendwie GarageBand oder was gibt es da für Programme? Ich bin nur so ein Nicht-Musiker, deswegen weiß ich es nicht. Alles klar. Also ich arbeite in Cubase. Früher mit 15, als ich das angefangen habe, habe ich mir so die Grundsachen in Fruity Loops selber beigebracht quasi, aber das ist ja nicht wirklich professionell. Dann bin ich auf Cubase umgestiegen und während ich auf Cubase umgestiegen ist Ika von Cubase auf Logic umgestiegen quasi. Also so gesehen arbeiten wir mit allem. Ne? Also was man uns gerade gibt, stellen wir einen Computer hin und ein MIDI-Keyboard und ich mache Musik mit dir. Und analog würde ich gerne, aber habe ich zu wenig Zeit und Know-how bisher, dass ich halt komplett alles nur analog aufnehme. Da bin ich schon ein großer Freund von mal eben Laptop aufklappen, zack, in der Bahn ein Beat bauen, so, das ist schon ein Traum. Was würdet ihr denn sagen? Ich kann mich erinnern, so, das war so, ich weiß gar nicht, so Anfang, Mitte der 90er gab es so eine riesige Diskussion um die Deutschquote. Wenn man sich heutzutage die Charts anguckt oder auch die ganzen Erfolge der ganzen Kollegen, die aus dem Rap-Bereich kommen, irgendwie ist es echt ganz, ganz viel Deutsch mittlerweile. Wie würdet ihr euch das erklären, dass es halt so ist und dass es halt wirklich so gut auch funktioniert bei den Zuhörern? Durch. Mach du mal lieber. Ich glaube, das ist natürlich, ich kann mir nicht erklären, warum es jetzt anders ist als damals, aber ich kann mir erklären, warum es heute überhaupt so ist. Und zwar ist natürlich klar, dass Menschen mit ihrer eigenen Muttersprache um einiges mehr anfangen können. Ich finde es immer, im Englischen lassen sich ganz einfach so mit einem nicht so prägnanten Text, sage ich mal, Emotionen erzeugen. Es geht nur darum, wie du es denkst, es geht nicht darum, was du sagst. Im Deutschen ist das ganz anderes. Ich finde, im Deutschen ist es, da geht es vielmehr darum, was du sagst. Natürlich ist das Problem, du kannst einen unfassbar schönen Text haben, wenn du den nicht überzeugend rüberbringen kannst, bringt es nichts. Aber da haben sich die Deutschen echt gut gebessert und es gibt sehr viele aufstrebende Künstler oder generell schon spätestens seit Klüse, das heißt auch im Pop-Bereich, ohne komplett softy-mäßig rüberzukommen, vernünftige deutsche Texte zu schreiben. Ich wollte sagen, dann irgendwann, früher bei solchen Pop-Songs vor allen Dingen, hatte ich immer ganz schnell das Gefühl des Fremdschämens. So, dass sie so Worte sagen, die ich einfach niemals so in dem Zusammenhang sagen würde. Aber da achten, so. Ja, das geht mir bei Deutschrap auch so oder uns. Aber im Endeffekt, deswegen schreiben wir auch gerade die Texte, die wir schreiben. Wir achten da schon extrem drauf, okay, kann man das jetzt so sagen? Ne? Man kann nicht alle Scheiße in die Welt blasen, sage ich mal. Naja, es gibt ja so Acts, die halt wirklich irgendwie schon sehr provozierende Texte haben. Da lebt es aber auch davon. Da lebt es davon, dass es nicht ein ernstzunehmender Künstler, der eigentlich so eine Musik macht, der dann aber aus Versehen oder weil er lustig ist, mal sowas raushaut, sondern die leben von diesen Texten dann auch. Und da ist das auch völlig okay, die machen ihr Ding, die sind ja auch nicht musikalisch krass, sondern da feiern Leute ja gerade für die Texte. Bei uns ist es ein bisschen was anderes. Keine Ahnung, wir versuchen schon, unsere Songs immer so zu schreiben. Ich sage immer, dass man das Gefühl hat, als ob man sich wirklich mit uns unterhalten würde. Dass man wirklich das Gefühl hat, so, die sprechen auch so, wie sie singen. Und das ist ja bei ganz vielen Leuten nicht so. Aber da geht es ja auch gerade darum. Was würdet ihr denn sagen, steht bei euch im Vordergrund? Weil du vorhin das Stichwort Emotionen gebracht hast. Seid ihr emotional? Seid ihr am Wasser gebaut? Ja, nee, Quatsch. Darum geht es nicht. Es geht ja auch nicht mal um solche Art von Emotionen. Aber ich finde immer, Musik ist übertrieben wichtig. Bei Musik ist übertrieben wichtig, dass wenn du sie anhörst, dass du ein bestimmtes Gefühl dabei empfindest einfach. Und wenn das nicht der Fall ist, dann brauche ich es mir gar nicht anzuhören. Das ist schon mal Nummer eins. Sei es jetzt einfach nur, wenn ich einen Song anhöre, der irgendwie total abgeht von, weiß ich was, Haftbefehl, und höre ich dann einfach gerne, weil ich gerade so aggressiv drauf bin, so, dann ist das ja auch super, ist ja okay. Aber jedem das Seine halt. Deswegen würde ich sagen, Emotionen sind extrem wichtig. Aber wenn gar nichts mehr rüberkommt, wir haben schon ein paar Beispiele vorhin genannt, das brauchen wir jetzt ja nicht hier vor der laufenden Kamera sagen, dann finde ich erstmal ein bisschen schade. Also wenn man echt nur Musik macht, um Musik zu machen, sage ich mal, also um einfach nur irgendwas zu machen, finde ich es immer ein bisschen schade. So, deswegen sind Emotionen sehr wichtig und klar, es muss natürlich immer schön passen. Es ist wichtig, dass man ein Gefühl hat beim Hören. Wie gut sind eure Improvisationsskills? Kommt drauf an, wie du das meinst. Das testen wir eigentlich gleich mal aus. Wir haben da so ein schönes Keyboard an der Seite. Das machen wir dann gleich als Bonus-Track quasi. Gut, dann würde ich sagen, Interview sind wir erstmal durch. Mhm.
vielen lieben Dank fürs Rumkommen. Und wie gesagt, dann gibt es gleich noch so einen kleinen Versuch eines Bonustracks und vielleicht kann ich die Jungs noch überzeugen, A bis Z zu machen. Ansonsten checkt aus Icarus und LP. Lass los, die EP. Adios.